Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2, wo wir gerade eben sehen, dass uns aus irgendeinem Grund Teclis vom Orden der Lehrmeister einfach mal so den Krieg erklärt. Zusammen mit seinen Verbündeten Itza. Ich guck mal, ob die hier alle mitmachen. Die haben alle mitgemacht. Wir sind auch der stärkste, stärkeren Einsatz. Also keine Ahnung, warum tut er auf jenseits des Ozeans mit Stärkerang 32 uns den Krieg erklären? Das ist doch... Gaga! Einfach nur Gaga. Man weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Überschreitet meinen Horizont. Wie so vieles in diesem Spiel. Der kann er jetzt doch belagern. Hallo? Das war gerade eben noch angezeigt. Er kann es nicht. Wieso kann... Ich habe extra geguckt. Wieso kann der jetzt belagern? Also das leuchtet mir jetzt mal gar nicht ein. Warum der jetzt belagern kann. Ich hatte extra auf die Reichweite geguckt, ne? Und es ging nicht. Oder hatte denn eine Stellung eingenommen gehabt? Aber eigentlich nicht. Die das jetzt ihm angeblich ermöglichen sollte. My faith in you wanes. I forbid this. Attack and destroy. Tja, angeblich haben wir eine halbwegs gute Chance, wenn wir angreifen. Das erhöht unsere Chance noch mehr, wenn wir verteidigen. Deswegen, ich bleib mal da. Ich sehe keinen Grund zu handeln. Ich könnte im Gegenzug sogar jetzt hier noch rüber marschieren. Durch das Land hier und dann quasi noch mir selbst ein bisschen Unterstützung leisten. Und das mache ich auch. Das ist zwar keine volle Armee, aber das ist eine gute Armee. Ich gehe nicht durch irgendwie ein Land, das ihm gehört. Das heißt, es belästigt ihn nicht. Die schon wieder. Nicolandor, die Klinge von Skolaril. Sehe ich zum allerersten Mal seit Wildreiter. Wow. Bastilladon. Kristall der Wiederbelebung. Das sind ja mal komische Armeen. Was es nicht alles gibt, ne? This is forbidden. This is forbidden. Find my heart. Behauptete er einfach. All shall perish. Meins. Und die Stadt betreten. So. Was soll denn der Scheiß? Das ist ja unfassbar. Immortality and power. Das ist ja doppelt schwachsinnig, ne? Die haben jetzt zweimal Pferdchen da und in der kleinen Stadt können sie es nicht mal voll ausbauen. Was bringt denn das jetzt hier noch? Von 36 Sekunden. Es bleibt bei 36 Sekunden. Ziel. 200 Meter. Verbesserte Abklingzeit. Frisses Zaubern, also, ne? Nächste Stufe. Kosten der Winde. Die Kosten werden reduziert. Chance auf Kontrollverlust wird ebenfalls reduziert. Ja, komm. Ist ein wichtiger Zauber. Wie ich finde. Will ich jetzt Karak 8 Gipfel ausbauen oder will ich Geld sparen? Nee, ich sorge dafür, dass das jetzt hier noch gesichert wird. Denn hier mache ich jetzt gerade eben wichtige Dinge. Meiner Sicht. Ich habe das zwar hier schon, ich weiß, aber ich habe das jetzt trotzdem schon gebaut. Weil ich es übersehen habe. Ist egal, ich brauchte das ja irgendwo. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich jetzt auch nichts machen. Diesen allerdings jetzt wieder... Oh, warte mal, ich könnte schon was machen. Das ist eine normale Ork-Armee. Of greatest dynasty.
Ich nehme mal jede Runde 735 weg. Das ist echt viel. Find my harem. Ich kann dagegen nichts machen, ne? Shabdi habe ich alles. Da habe ich jetzt sogar schon mehr ausgegeben, als ich ursprünglich hatte. Wobei mit meinen berittenen Schützen, sage ich jetzt mal. Die berittenen Schützen könnten den Orks schon zusetzen. Man müsste halt hoffen, dass es keine noch deutlich bessere Armee ist als das, was ich jetzt hier sehe, ne? Ich rücke mal aus. Wir sind immer noch unverlässlich. Ach ja, wie schön. Wenn wir jetzt die Wasser des ewigen Lebens uns einverleiben könnten, haben wir auf jeden Fall nochmal einen schönen Fühler nach Süden ausgestreckt. Allzu viel kommt da unten ja nicht mehr. Also in Mortal Empires zumindest. Und ich muss mal gucken, wo das nächste Buch ist. Also das eine läuft die ganze, glaube ich, hin und her. Die Armee wäre auch, glaube ich, schlagbar, die da rumläuft. Zumindest wenn man sie mit zwei Armeen angreift. Muss ich mir durchdenken, ob das so eine schlaue Idee ist. Skyer. Warum bekommen die jetzt ein War? Die haben nicht gekämpft. Die plündern. Kann man durchs Plündern auch ein War kriegen? Ich bin weg von hier. Genau, prepare the crypt, wir legen uns wieder hin. Address me as your highness. Er soll erstmal seinen War hier ausgeben. Als ob es ein Keks wäre. Bams. Unfassbar einfach mal, ne? Und schwer zu treffen. Das hat keine Mauer. Das heißt, dass diese Armee hier nicht deutlich besser wird. Und unsere ist wirklich gut. Ja. Ich dachte, das wird schwierig, aber... Ja, okay, wir haben... Warum auch immer die Wache von Capra verloren, aber das ist die Einheit, die am allerwenigsten schlimm ist, weil die kriege ich in 10 Runden einfach nicht. Oh, was ist das Schlimmes? Oh, Banner der verborgenen Toten. Vorhutsaufstellung. Geht nicht auf die Charaktere und geht nicht auf die Dingens. Welche Einheit könnte man nicht eine Vorhutsaufstellung geben? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier keine Einheit, bei der das Sinn ergeben würde. 403 Kills haben die Nekropolritte gemacht. Wow. Bin gerade eben beeindruckt. Und die das legendäre... die Auserwählten der Götter. Provinz gesichert. Eventuell sollte ich ja dann doch mal darüber nachdenken, Ushabdi zu verbessern. Ushabdi und Hirotitan wären das jetzt hier noch drin, ne? Das wäre bei ihm jetzt dann doch echt eine Überlegung wert. Drei Punkte würde das kosten. Und irgendwas muss ich ja irgendwann mal machen. Skelettstreitwagen, Kriegsfinkse. Ja, oder ich gehe bei ihm halt auf das da. Oh, das ist alles so schwierig und gemein.
Ich meine, er hat ja ohnehin schon diesen ganzen Scheiß mit den Streitwägen. Ich muss eigentlich bei ihm auf Streitwägen gehen. Ich muss die Punkte ja noch nicht sofort ausgeben. Ich kann das ja noch warten. Also die Wasser des ewigen Lebens. Ja, noch mehr Streitwagenpotenzial. Wachstumspotenzial. Das Gebiet gehört jetzt uns. Ich sorge mal für Wachstum hier erstmal. Immortality and Power. Und wir marschieren. Advance. Richtung Al-Haik. Wobei ich befürchte, dass in Al-Haik es sowieso jetzt demnächst zu einem Angriff kommen wird. Aber eigentlich müsste ich ihn abwehren können. Was mache ich jetzt hier? Ich würde... Oh Gott, ich kann das bauen. Mer-U-Shapti kriegt das Land. Heiligs Blechle. Vor allem, ja, die 20% Reduktion, das spürt man. Definitiv. Wer ist das hier? Er hier. Okay, er hat auch ein Level Up. This one will have to do. Die Grabjäger, das ist noch, glaube ich, die in Kombination mit den Skorpionen. Ja, Nekrosphinx und Skorpione. Ich brauche halt mal irgendeinen Kommandanten. Ich bekomme halt irgendwie keine Kanopen weitgehend. Ich muss mal wieder Kanopen bekommen. Nein, ich spare mir dein Level ab momentan, weil ich einfach nicht sicher bin, was ich machen soll. Heiliges Kanonenrohr. Ich habe richtig gute Skelettstreitwägen bei ihm. Ja, noch mehr Skelettstreitwagen. Bogenschützen. Bei irgendjemand muss ich auch mal die Nekropolritter dann übergeben. Die Nekropolritter. Die hat jetzt schon zwei Stufen hier, ne? Ach, soll ich das jetzt machen? Angriffsbonus. Der Angriffsbonus ist halt extrem gut. Nachlässe kämerische Kriegsfinkse, Skelettstreitwagen, Bogenschützen. Anrufung des Niederschmetterns. Das ist momentan der Stand der Dinge und das wäre dann Stufe 2. Ja, Stufe 2 macht's auch nicht wirklich besser. Ist einfach nur die verringerte Chance auf Kontrollverlust. Er bekäme noch mehr Angriffsbonus. Naja, ich sag's mal so, auf der anderen Seite, auf die Skelettstreitwagen, dieser... Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach hier auf diesen Skelettstreitwagen, Schienengedönserig. Ich habe mich dazu entschlossen, wir probieren es jetzt einfach mal. Kämmerische Kriegsfinks und Skelettstreitwagen. Was soll's? Wir probieren es. Er ist der Streitwagenkommandant, also streiten wir uns jetzt nicht um die Streitwagen. Wo habe ich noch eine Armee, mit der ich jetzt hier irgendwas tun kann? Mir fällt gerade eben auf, dass ich hier mir wirklich gerade eben was Cooles noch holen kann. Einmal. Gegen große Feinde. Erstmal rekrutiere ich den da. Die haben nicht wirklich große Feinde. Wobei die Frage ist, ob die halt als groß gelten. Dann nehme ich die da. Die sind in 4 Runden wieder da. Das geht schneller als gedacht. Das wird so schlecht für euch. Ihr ahnt es gar nicht. Wir machen jetzt diesen Typen da alle. Und die Zwerge haben Krieg jetzt mit den Waldelfen. Stimmt, das war der Krieg, der ja uns auch erklärt wurde. Uns werden lauter Kriege erklärt, möchte ich mal an der Stelle betonen. Ohne, dass wir selber irgendwie den Vasallen haben. Nur, dass wir halt irgendwie die Mächtigsten sind. Das Gute ist, dass unsere Verbündeten, die wir ohnehin jetzt um uns rum haben, und wir haben viele Verbündete um uns rum, dadurch bei uns bleiben. Weil die erklären alle mit den Krieg.
weil sie uns ohnehin schon mögen und mögen uns deswegen noch mehr, weil wir mit denselben Leuten im Krieg sind. Das ist so eine schöne Kettenreaktion. Die macht das Leben für uns gerade eben sehr, sehr cool. Do not invoke the gods around Citra. Lass mich raten, der nächste Depp, der den Krieg erklärt. Nee, die wollen nicht Angriffspakt. Die hassen Itza, mit denen bin ich im Krieg. Die hassen Hexo Attel. Die kenne ich nicht. Die hassen den Orden der Lehrmeister, mit denen bin ich im Krieg. Ja. Dann machen wir nicht Angriffspakt mit denen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nicht immer, aber immer öfter oder so. Prächtige Gebäude. Die Städte nähe Karas sind in ihrer Größe und Herrlichkeit unerreicht. Doch die Zeit macht dem Stein genauso zu schaffen wie dem Körper. Nun müssen unsere Gebäude dringend restauriert werden. Auf welche Gebäude sollen wir zuerst konzentrieren? Baukosten für Militärgebäude oder für Infrastrukturgebäude? Ich gehe auf Militärgebäude. Dynastie auf Horst, stärkere Bündungen, Gruftwachen und Hero-Titanen sind besser geworden. So, jetzt möchte ich mal gucken, welchen von den Kommandanten habe ich denn jetzt hier? Das ist der Führerschaft Aura-Größe. Das ist der Wüstenkommandant. Geschossschaden für Ushabti. Ja, das ist der Ushabti-Kommandant. Das ist der Skelettstreitwagen Bogenschützen. Das ist auch so ein Skelettstreitwagen-Typi, so wie wir selber einer sind. Ich nehme den Ushabti-Kommandant. Ich finde den Ushabti-Typen ziemlich cool. Den möchte ich haben. Weil, wie gesagt, ich kann schon seit Ewigkeiten eine weitere Armee ausheben. Hab's bis jetzt bloß nicht getan. Da komme ich ja easy ran, ne? Und jetzt hat er ein Problem, denn jetzt bin ich mit den Jungs da. Oh, wie schlecht für dich. Wie er sich jetzt zurückzieht. Und keinen Bock mehr auf die Scheiße hat, ne? Ich heb die jetzt hier einfach mal aus. So, zwei Runden braucht es hier und zwei Runden braucht es da. Das ist genau dieselbe Zeit. Das gefällt mir. Der wird sich jetzt wahrscheinlich jetzt hier endgültig zurückziehen oder nach Fyrus versuchen durchzudrücken. Eins und beiden nehme ich mal an, wird er versuchen. Tja, der wird gar nichts reißen. Ah. Wenn ich da jetzt hin will... Und ich da lang. So reicht es sogar nächste Runde. Kasabar holen wir uns. Ne, falsches Dingens. Die kommen. Die finden es gar nicht gut. Gut, wir haben eine kleine Mauer jetzt hier. Warum immer alles so scheiße sein muss für uns. So ein Mist, ey. Ich kann ja auch nicht wirklich irgendwie noch was Sinnvolles bauen. Nee, kann ich nicht. Könnt ihr den jetzt hier wegbolzen, bevor der anfängt, hier Armeen zu bauen? Ich jag ihn. Warum nicht? Cool finde ich, dass wir als echt in der Wüste zu Hause sind, ne? Wir bekommen nur an ganz, ganz wenigen Stellen Schaden. Jede andere Fraktion bekommt mehr Schaden in der Wüste als wir. Das finde ich eine coole Sache. Wir sind auch untot, ganz im Ernst. Wir können nicht verdursten in der Wüste. Verdursten fällt uns schwer. Oh, war ja.
warum nochmal sollte ich das selber kämpfen? Wenn ich das so machen kann? Witness my eternal majesty. Das war wohl ein KI-Fail, oder? Man muss es nicht verstehen, es ist passiert. Ich habe, glaube ich, eine einzige Einheit dabei verloren. Der hat irgendwie... der hat zu früh angegriffen. Und irgendwie ist sein War damit nicht mitgekommen gewesen. Und dadurch ist der War jetzt auch weg. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ich kann mich auch nicht zurückziehen. Okay. Das ist auf jeden Fall bei Al-Haik. So viel ist schon mal klar. Ich schicke auf jeden Fall mal hier meine berittenen Schützen so weit vor, wie es geht. Ihr bekommt die Nummer 5. Hier könnte ich auch so Verrotsaufstellung machen, aber will ich nicht. Ich stelle mich jetzt, glaube ich, hier mit der Armee ziemlich zentral hier auf. Dieses... Ich bin Idiot. So, genau, die bleiben jetzt mal hier, werden hier zur Nummer 4. Ihr macht hier die Nummer 1. Die Ushab, die Schützen sind hier hinten. Den hier gehe ich hier nochmal so auf die Flanke. Und ihr macht die Nummer 6. Und seid auf der linken Flanke zu Hause. Hier bekomme ich nochmal ein bisschen Unterstützung. Dies ist der General, der darf hier in die Mitte. Und jetzt gucken wir mal. Weiß der alles so kümmert. Skelettreiter. Nee, karassische Reiter. Geh mal mit denen da drüben hin. Hauptsache, ich sehe schon mal, was da kommt. Ja, genau. Schickt mir die Angeknabberten. Auf jeden Fall klingt das nach einem super Plan. So. Ja, begeistert von Nummer 2. Wisst ihr, ich hätte noch eine volle Armee irgendwo. Nein, ich bekomme die, die angeschlagen sind. Die greifen an, die müssen kommen. Stelle ich gerade für mich einfach mal so fest. Ich werde hier nicht angreifen. Ich könnte es gerade so machen. Machen wir es doch so. Du schabt jetzt hier hin. Ist auch eine Bogenschützentruppe. Ich auch noch in die Truppe 4 reinpacke. Oh, hier geht's aber schon richtig zur Sache. Warum lasst ihr euch erwischen? Seid ihr bescheuert? Ja, okay, ist in Nähe karassische Reiter. Die sind schnell. Die Ushabti haben uns auch irgendwie erwischt. Ah, geht doch aus dem Nahkampf raus. Es kann nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, wie sie ausweichen sollen. Weil sie zu doof dafür sind. Richtig umzingelt. Also hier ploppt schon mal eine Einheit von mir, was eher ungünstig ist. Boah, wie schnell die sind! Ushabti.
Die haben Geschwindigkeit 76, die haben nur 54. Wie können die an uns rankommen? Ja, die nächste Einheit, die sich kriegen lässt, ist klar. Wir standen daneben und haben zugeguckt, wie sie verrecken. Unsere geballte Inkompetenz hat uns dabei geholfen. In etwa so, ne? Keine Ahnung, was ich mit der Armee jetzt hier noch, den Truppen jetzt noch machen soll. Da kommen noch ein paar Charaktermodelle. Ich brauche auf jeden Fall hier noch Hilfe. In Sachen Moral. Wo geht ihr denn hin? Wo glaubt ihr eigentlich, dass ihr hingeht? Habe ich mich jetzt gerade eben schon mal wieder verklickt aus der Hölle oder was? So wie es aussieht, habe ich das. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum die jetzt der Meinung sind, jetzt hier vormarschieren zu müssen. Das ist doch manchmal echt zum Mäusemelken. Schön wieder zurück ins Glied, wie man so schön sagt. So, ihr geht da noch hin. Das ist ja mal gerade immer wieder so richtig schief gegangen. Habe ich wieder versehentlich irgendwas markiert und dann die falschen Leute irgendwo hingeschickt. Kommt leider immer wieder mal vor. Ja, wisst ihr, es sind berittene Bogenschützen und sie schaffen es einfach nicht, sich nicht von Ushabti kriegen zu lassen. Wenn das die sich hier von neekarassischen Reitern holen lassen, okay, aber es sind Ushabti, die haben 20 Bewegungen weniger. Das ist ein Trauerspiel. Das ist wirklich ein Trauerspiel. So, jetzt geht's hier los, liebe Leute. Wir müssen das kurz mal hier beobachten. Okay, ich kann hier nicht zaubern. Ich habe keine Ahnung, warum meine Skelettbogenschützen hier vorne sind. Da sollten sie eigentlich nicht sein. Ah, das sind die Berittenen. Sollten allerdings auch ihre jetzt hier hinten sein. Tja, jetzt metzeln die Ushabti hier los. Boom, Prinz! Der scheiß Skorpion, ich greif mal besser an. Überall brennt es hier schon die Bude. Schon genügend Kämpfe verloren, dass ich jetzt hier sogar schon die zweite Stufe habe. Das kommt überraschend schnell. Langsam. Ich möchte eigentlich auch mal jetzt hier irgendwas anstürmen können. Auch wir haben Ansturmschaden. Im Streitwagen von ihm sollte ich vielleicht irgendwo mal in den Rücken irgendwo rein. Das sind die Nekropolgötter. Attacke, Attacke. Eigentlich schon mal hier stehen bleiben. Mit euch muss ich hier noch irgendwie was angreifen. Außenrum, bitteschön. Mit euch gehe ich da jetzt hoch. Das sind ganz normale Skelett-Speerträger. Euer Typ wird woanders gebraucht. Du gehst damit in den Nahkampf. Ihr schießt noch. Da oben ist der der Hero-Titan. Sollte ich auch mal schießen.
Oh mein Gott, ey. Ich sehe schon wieder, dass die Folge schon wieder viel zu lang wird. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Das ist alles aber nicht gut, was hier gerade passiert. Ich kann aber nicht beurteilen, wie es aussieht. Kann ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall überall alle schießen, die schießen sollen. Das ist vertrauenserweckend. Yes! Bring my chariot! Ja, und dein Chariot donnert jetzt hier rein. Kommen wir da raus. Und ihr greift hier an. Der Chariot soll hier raus. Tja, er kommt nicht mehr raus. Na sehen, dann soll er halt kämpfen. Vielleicht kann ich jetzt hier auslöschen. Von der Seite aus dann quasi die gegnerische Armee aufreiben. Keine Ahnung, was ich davon zu halten habe. Es ist einfach nur ein riesiges Kuddelmuddel, was hier gerade passiert. Ihr greift jetzt hier noch mit an. Hier da. Die Bogenschützen sollten nicht in ihm drin sein. Alles, nur das nicht. Wobei. Okay, die haben wir besiegt. Hier geht der, du zielst jetzt in die Richtung. Das ist der König irgendwas tut. Keine Ahnung, was der König tut, aber er tut irgendwas. Jetzt gucke ich mal, ob dieses Streitwagen irgendwie dazu in der Lage ist, hier Gegner zu überfahren. Nein, nicht du Schatz. Genau, die da sollen überfahren werden. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Lächerlich wenig. Onward, Legions! Forward! Carrion Lord! Onward, Legions! Move! Agreed! Das ist wirklich lächerlich wenig. Wir donnern jetzt hier ins Zentrum. Ist irgendwie zu doof, mal richtig zu chargen, kann das sein? Die eigenen Leute hier mal buffen. Auf eine ganz, ganz verrückte Art und Weise sieht es gut für uns aus. Ich weiß zwar nicht warum und wie, aber es sieht gut für uns aus. Wir räumen irgendwie über die Flanken gerade eben auf. So sieht es dann beinahe aus. Dass die Leute jetzt hier mal anders aufstellen. Schießen die eigentlich immer noch? Ja, die schießen immer noch. Scheint auch immer besser auszusehen. Ich weiß noch nicht warum. Also wie gesagt, ich habe da gerade eben keinen Überblick. Anscheinend schmelzen allerdings am Gegner die Einheiten genauso schnell oder noch schneller dahin als bei uns. Und das könnte die jetzt hier wipen. Diese Gruftwachen. Massiven Druck. Jawohl, das hat sie erledigt. Ich
sehe halt nur diese Monster und stelle halt fest, dass sie potenziell extrem wehtun können. Aber es sind halt, also wie es aussieht, hauptsächlich einfach nur Skelette. Einfach nur ganz normale Skelette, die da kämpfen gegen uns. Keine besonderen in irgendeiner Form. Da ist der gegnerische General gefallen. Die plöppen jetzt auch hier. Die halt wegzuholzen, ne? Die jetzt hier noch kämpfen. Blödes Vieh hier. Das ist nicht meiner, sondern das ist ein blödes Skorpionvieh. Also auf jeden Fall kann man sagen, das geht ganz schön nach hinten los für ihn. Der ist auch erledigt. Nur noch die Hero-Titanen draufgehen und diese komischen Schabdi hier. Der Hero-Titan hat es hinter sich. Die Ushab, die jetzt gleich auch. Ein extrem unerwarteter Sieg, wenn ich das mal so sagen darf. Vor allem, was das Ausmaß angeht. Das war mehr Friendly Fire als irgendwas anderes. Wahnsinn. Okay, liebe Leute, das war's dann von dieser Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.